Den oder den? Was? Beide? Wie? Den blauen? Willst du den oder Josh oder Peppa? Peppa. Ja, aber Peppa ist auch der hier. Also ich mag es lieber fruchtig. Also hiervon können wir 10 mitnehmen. 10. Tilu. Hallo zusammen, ich grüße euch. Für uns geht es zum Action. Janito kommt mit und Lu. Nochmal Schlüssel. Ich glaube, wir haben alles. Kinder, wollt ihr nicht Wasser mitnehmen? Besser ist es, oder? Jano, hier ist dein Wasser. Achso, ich muss das Auto noch rausfahren. Und Luisas Wasser. Luisa? Jano muss auf Toilette? Musst du noch? Dann los. Ach, Lu, du? Los. Dann los, sagt sie. Papa. So, Papa, so, Mama. Papa, nu bei Kunosch. Papa kommt nicht mit. Wir haben Großes vor. Wir wollen einiges einkaufen, viel einkaufen. Seid gespannt. Ne? So, Tüten haben wir. Wir nehmen 2 große Tüten. Also, 2-mal solche. Die sind einander. Also, das sind 2 und noch 2 kleinere. Wie gesagt, wir haben Großes vor. So, ist ja abgeschlossen. Ach nee, Papa hat abgeschlossen. Muss noch einen Schlüssel holen. Ich melde mich gleich nochmal. So, wir sind im Auto und Haare sind immer noch im T-Shirt. So, ich nehme mich an und melde mich gleich, wenn ich bei Action bin. So, wir sind bei Action. Vorsichtig, Kinder. Alles in den Wochenangeboten. Hier geht's weiter. So viele Kerzen. Ach Lu, was hast du denn da gesehen? Ist das die Peppa? Ist auch der Georgie? Mega süß. Kosten die? 4,99. Mega günstig. Willst du haben, Luisa? Ja. Ja? Den oder den? Was? Beide? Wie? Den blauen? Willst du den oder Josh oder Peppa? Ja, aber Peppa ist auch der hier. Komm, entscheid dich, Luisa. Mama guckt so lange weiter. Ein paar Schulsachen, Acrylfarben, Stifte. Haben wir da? Was ist das? Ich glaube, das ist so ein. Das sammelt voll viele Fussel und so alles ein. Dann kannst du da alles kleben. Also hier Höschen. Ich glaube, die Lu kann sich nicht entscheiden. Lu, dann nimm doch alles mit. Ach, Kneipp. Seit wann haben sie Kneipp hier? Den werde ich mitnehmen. Mag ich sehr gerne. Limit Edition kenne ich aber schon. Und was ist hier? 20 Minuten unter Palmen. Ja, beides mit. Wie cool. Dass sie so ein Deko da haben. Vasen. Komm, Kinder, wir können weiter. Nee, hier lang. Wollte ich hier 2 neue mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das die? Doch, das waren die. Kosten die 1,59. 2 Stück. Hier, die erinnern mich an
Ikea. Die sehen ja wirklich original so aus, ne? 59 Cent. Schwarz haben sie auch da. Auch interessant. Auch hier, ich hab mal so viel schwarz. Ach, innen sind die blau. Ja, auch hübsch. Hat was. Und hier mal geguckt haben. Eventuell das hier mitnehmen. Teste ich. Was ist das? Also ich mag es lieber fruchtig. So, Sportsachen und Gartensachen. Wir gehen aber einmal jetzt hier entlang, weil auf der anderen Seite war es voll. Die Louis sitzt tatsächlich im Einkaufswagen. So, Giano, jetzt kannst du gucken. Wir wollen nämlich jede Menge für Tiere einkaufen. Wieso, weshalb, warum, das erzähle ich euch gleich in Ruhe im Auto. Jetzt hauen wir erstmal rein. So. Komm, welche Farbe habt ihr denn jetzt? Wir wollen hier ein paar mitnehmen. Blau, blau, orange, gelb. Gibt's noch was? Dann, ja, haltet die auch mal fest. Wie viele haben wir? Vier. Nimm fünf davon. Was denn, Luisa? Du willst eine andere Farbe festhalten. Drei, eins, weil hier haben wir zwei. Ja. Was denn, Schatz? Den blauen, den haben wir zweimal. Ja, den wollen wir doppelt nehmen. Es gibt ja nur drei. Wir müssen zwei doppelt nehmen. Mama. Sonst kommen wir ja nicht auf die fünf. Ach, Janito. Ja. So, und die zwei auch noch. Dann sind es fünf. Hier solche zwei Bälle, also zwei Sets sind sechs Bälle insgesamt. Diese Seile, Giano, da kannst du dir was mitnehmen. Den oder den, eins oder zwei. Ja, dann zwei mitnehmen. Was noch zum Spielen? Was gibt es noch Lustiges? Mama, ich möchte das. Ich weiß nicht, was wir noch hier haben. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne mich da aber auch wirklich nicht aus. So was vielleicht. Und ich denke, das ist gut. Ja, sowas darf auch mit. Dann hier oben. Also hiervon können wir 10 mitnehmen. 10. Die Lu. So, hiervon noch. Ey, hier ist Hühnerknochen. Einer zu viel? 10, nicht 11. Wobei, es spielt auch keine Rolle. Doch. Was denn? Habt ihr das her? Ja. Ja. Zum Training. Ach so, wo man dann so Leckerchen hat. Ja, die können wir auch mitnehmen. Da kannst du auch ein paar mitnehmen. Wie viele? Ja, auch mit. Was ist das? Ich kenne mich echt nicht aus, ne? Alles klar, Mary. Halloween-Sachen wollen die Kinder gucken. Komm, wir gucken mal. Alles Halloween, sogar Malbücher. Sind wir hier bei den Spielsachen? Mikado, das können wir mitnehmen. Gibt es hier nicht in groß? Nur in klein. Okay. Hier gibt es noch was in groß. Okay, was ist hier? Ein Dinosaurier. Ich glaube, das. Zum Verschenken ab 4, oder? Ab wie viele Jahre ist das, Giano? 6. Das ist. Sollte aber gehen, ja. Kann nur würfeln und dann laufen, also. Noch irgendwas Cooles? Ich hätte zum Beispiel ab 3. Da steht doch was. Ja. Was haben wir noch?
Was ist das? Ach, guck mal, es sind so Puzzeln. Das sieht ja cool aus. Guck mal, Gian, so große Puzzle ist das. 0 bis 3? Nicht. Genau, hast du gesehen? Guck mal hier. Sieht auch cool aus. 99 Cent. Kann man dann zusammenbauen. Lina wollte neue Knete haben, allerdings weiß ich jetzt nicht. Du willst auch neue Knete, aber sie sollten ein Set haben. Ich weiß aber nicht welches. Ich glaube, so ein Eisset, das gab es letzte Woche im Wochenangebot. Keine Ahnung. Da muss sie nächstes Mal selber mit. Ja. Warum ist es so klein? Kam nicht so fest. Es kann auch platzen, oder? Komm, wir holen noch was Leckeres. Ist das Beyblade? Echt? Ist ja wirklich einer, ne? Mega günstig für 1,99. Aber Schatz, du hast, ich glaube, 9 Stück. Machst du eine Sammlung, oder was? Ja. Ja. Die kaufe ich gerne hier. Und die hier. Eigentlich auch nur, wenn die im Angebot sind, aber gut. Hier, die sind super lecker. Zu empfehlen. Für Carlitos. Kaufe ich auch immer gerne hier. Jano, wie viele Zahnpasta hast du noch zu Hause? Von denen hier. Fandst du die gut? Fandst du die denn gut? Ja, nehme ich gleich mehr mal. Ja, hier, Luisa. Das die hier? Niemand. Das sind die guten. So süß. Beide mit. Ich habe sowas immer gerne zu Hause. Mit dem Verschenken, Besuch und die eigenen Kinder. Genau wie mit dem Malbüchern. Ja, Lu. So, wir sind wieder zu Hause. Wir essen jetzt auch. Auspacken brauchen wir ja nicht viel. Eine Tüte bleibt komplett so. Es sind die Sachen für die Tiere. Genau, ich hätte noch vorne. Ich habe nur das hier mit reingenommen. Ich wollte das dem Carlos zeigen. Ich finde den so cool. So ein Riesenknochen. Also die hatten ja echt viel Auswahl, aber ich war ein bisschen überfragt, weil ich ja so wirklich keine Ahnung habe. Ja, ich denke, das passt schon, oder? Hier sind noch ein paar. So, genau, ich habe jetzt einmal von dem, da haben wir ja 10 Stück gekauft. Eins habe ich mir da rausgeholt. Von denen hatten wir auch 10. Da habe ich mir auch eins rausgeholt. Und von denen, ich glaube 5 oder 10, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Genau, die 3 Teile rausgeholt, weil die verschenke ich dann jemand anderem. Also das geht nicht ans Tierheim. Genau, habe euch noch gar nicht erzählt, was wir mit den Sachen machen. Vielleicht gehe ich hier ins Zimmer. Die Sonne ist so krass. Genau, warum wir so viele Sachen eingekauft haben, eskaliert sind. Wir spenden die ganzen Sachen an Tierheim in Köln. Und wir machen sowas einmal bis zweimal im Jahr, wo wir an Tierheime spenden oder Tiervereine. Und aktuell bin ich da sehr aktiv. Ich spende aktuell meine ganzen gehäkelten Sachen an Tiervereine, genau. Und zwar suche ich mir jede Woche einen Verein aus. Das kriegt ihr auf Facebook mit, falls ihr da unterwegs seid. Genau. Und dann poste ich da eigentlich fast jeden Tag. Doch, ich würde sagen jeden Tag, sogar mehrmals. Und die Sachen,
gehen alle an Tiervereine, genau, jede Woche ein anderes Tierverein und ein Teil an ein Tierheim in Köln, in Delbrück ist es. Ja, und ich mache sowas unfassbar gerne, ne? Vor allem so für Tiere und die Kinder haben da auch ganz viel Spaß. Auch der Tiano eben, was nimmt alles mit? Ich glaube, der wollte den ganzen Laden mitnehmen, ehrlich. Und achso, meine Fimo-Sachen, genau, modelliere da aktuell solche Hühner, die hatte ich euch gezeigt. Die gehen verdammt gut weg und ja, verrückte Hühner sind wohl beliebt. Oder meine verrückten Hühner, die gehen super gut weg. Das ist so die Sache, warum wir die ganzen Tiersachen gekauft haben. Viele wissen das bereits, dass wir das einmal im Jahr machen und viele dachten sich wahrscheinlich jetzt, Mary, wie habt ihr jetzt ein Haustier? Nein, wir haben keine Haustiere, wir wollen auch keine Haustiere. So ein Haustier braucht so viel Liebe, so viel Zeit und die muss man haben. Und ich meine, die haben wir, wenn wir wollen, aber viel lieber investiere ich diese in meine Kinder und da passt einfach ein Haustier aktuell nicht. Ja. Genau, wir essen, oh mein Gott, Karin hat Reis gekocht und garnieren. Diese Garnieren riechen richtig gut. Ist da Pidi Pidi? Mhm. Nicht nehmen, Luisa. Können die Kinder das denn noch essen? Ich mach das, ja. Die möchte ich kochen. Hände gewaschen, Kinder? Luisa, oh mein Gott, und die Kinder, na, die essen das genauso gerne wie wir. Ich liebe es. Ich könnte da drin baden. So, wollte das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss, bis morgen.